wir sind Filmemacher, wir machen Filme, wir wollten was kreieren für die große Leinwand, für die 17 Boxen, die jetzt nicht 17, aber diese Boxen, die man im Kino hat. Für mich ist Filmemachen auch sehr etwas Physisches, wo du dich selber natürlich auch an Grenzen bringst, sei es in dem Tunnel Las Vegas, wo du konstant von der Polizei verfolgt, sogar teilweise auch verhaftet wirst, oder in dem Schneesturm in Utah, wo es eigentlich 8 Jahre nie geschneit hat und genau dann, wenn wir da sind, ist es wirklich Sturm und du kannst eigentlich nicht vor die Hütte raus. In der Dreh war für uns schon eine anstrengende Sache, aber das ist genau das, was ich eben auch mag, im Kleinsteam diese Herausforderung sich dir auch zu stellen und da rauszugehen und einfach das auch mitzumachen. Diese Mischung zwischen eben der Situation, dem extrem Dokumentarischen und trotzdem auch eben mal eine Kranfahrt einzubauen, all das entsteht bei mir in der Recherche. I really want to go to Mars and I think that vielleicht 80% werde ich von den Protagonisten geführt und 20% übernehme ich dann wie das Zepter so komplett, wo ich mich auch als Filmemacher zeige, wo ich mein Gesicht zeige, wo ich dem Zuschauer auch ganz ehrlich zugebe, hey, das ist ein Film, das ist meine Sicht der Dinge, du kannst das unterschreiben oder nicht, du kannst auch aussteigen oder aus dem Kino laufen. Wir haben ein relativ kleines Team gedreht, bei den letzten beiden Filmen war mein Cutter auch schon mit auf dem Dreh, der dann abends meistens die Rushes vorbereitet hat. Wir haben eigentlich immer das Material angeguckt. Unser unmöglicher Anspruch vom Kameramann, von mir, ist immer, dass wir eigentlich den Film jederzeit stoppen wollen und das würden wir dann ausdrucken und an die Wand hängen. Das hört sich jetzt total arrogant an. Aber wenn man so einen gewissen Anspruch hat, an sich selber auch, dann versucht man das auch zu verfolgen. Also ich finde es unglaublich schön, den Menschen in ihre Gesichter zu gucken. Manchmal gibt es ja auch so stille Momente im Film, wo man wirklich nur das Gesicht sieht. Und das sind auch wirklich so meine Lieblingsmomente teilweise, weil das erzählt so viel. Das erzählt dann mehr als ihre eigenen Geschichten, die sie dann wirklich auch in Worten erklären. Ich finde das umso wichtiger, dies mit der besten Kamera, soweit es geht, zu filmen. Wir haben, glaube ich, zwischen 40 und 44 Stunden Rohmaterial und daraus ist jetzt diese 2 Stunden entstanden. Wenn man das auf die Drehtage rechnet, sind das so 20 bis 30 Minuten am Tag. Das heißt, ich drehe relativ wenig, habe aber eine lange Präsenzzeit. Dadurch, wir verlieren viele Momente, ganz klar, weil wir nicht drehen. Andererseits, wenn wir drehen, ist die Energie beim Team so hoch und du kriegst auch wirklich tolle Sachen zusammen. Wenn das Auto über den Gullydeckel rüberfährt, ergibt das so einen Ton, ein Bam Bam, Bam Bam. Und das hat mich sehr beeindruckt immer, das habe ich die ganze Zeit auch nachts noch im Schlaf mit mir getragen. Und das war für mich klar, dass dieses Geräusch eigentlich wie zu einem Bass wird oder zu einem Rhythmus, den wir in mehrere Songs einbauen würden. Windgeräusche, die mich an meine Kindheit erinnert haben, als ich über eine Brücke gegangen bin. Die gleichen Geräusche habe ich wiedergefunden in diesen Tunnels, wenn der Wind durchpfeift. Die wiederum habe ich meinen Komponisten gesagt, könnt ihr daraus einen Song bauen, weil die sind mir sehr wichtig. Das sind alles so Elemente, die ich versucht habe, auch in den Film so zu übersetzen. Die Beobachtung durch alle Sinne. Ich bin früher Schlagzeuger gewesen, komme eigentlich von dem her, spiele selber noch ab und zu Schlagzeug und dieses Rhythmische gefällt mir auch und auch die Musik, es muss ja nicht jedermanns Geschmack sein, aber für mich hat es für diesen Film so gepasst. Mir hat man sehr früh gelernt, die Arbeit geht um Boden an. Weiß nicht, ob es eine Übersetzung gibt zum Deutschen, aber das heißt, man fängt ganz unten an und arbeitet sich hoch und eben auch die Themen, die mich interessieren. Und obwohl ich jetzt einen Film gemacht habe in Amerika auf Englisch mit Leuten von dort,
widerspiegelt sich da sehr viel von mir und auch meiner Jugend und meiner Heimat wieder. Der Kern der Geschichte sind immer noch die Menschen, die vorkommen und auch die Geschichten, die sie erzählen. Diese Menschen haben mich fasziniert, teilweise war ich fast angewidert, teilweise teile ich die Meinungen überhaupt nicht von denen, andererseits haben sie mir was beigebracht und umgekehrt. Und das ist wirklich auch so der Schlüssel, wie ich mit denen gearbeitet habe. Also das, was ich reingegeben habe, habe ich auch zurückgekriegt. Das hört sich total simpel und ein bisschen blöde vielleicht an, aber es ist wirklich so. Usually I have 5 different colors that I like to use, but I don't have them right now because they got washed away in the rain. Die letzten 4 Jahre, das hat zwar unglaublich viel Energie gekostet. Ich bin auch sehr viel älter geworden, nicht nur wahrscheinlich einen gewissen Reifeprozess, sondern auch man sieht es mir auch an, 4 Jahre dieses Films. Aber es war eine wirklich wichtige Lebenserfahrung für mich, für uns als Team. Die Helden des Films, die Protagonisten, die stehen teilweise an ähnlichen Punkten, wie sie damals waren. Teilweise hat sich ihr Leben komplett verändert. But I'm here to help maybe fulfill someone else's dream. I think I'd make friends there on Mars. Eigentlich sind wir ja die, die Danke sagen müssen. Wir haben einen Film mit denen machen dürfen. Und klar habe ich versucht, ihnen eine Stimme zu geben und ein Gesicht, aber dass das sich dann so dreht auch und dass die uns unglaublich dankbar sind, dass wir ihnen wieder gezeigt haben, dass sie Menschen sind. Das war eigentlich mein größtes Kompliment, das ich bisher überhaupt in meinem Filmemachen haben durfte. So. Most people don't pay attention to the little things. We still kiss all the time. Tell each other we love each other. You have to respect the person's place where they consider a home. I guess for now I consider this a home.